Der DAX in der Nähe seiner Jahreshochs. Die Skeptiker werden immer mehr jetzt rausgehen oder dabei bleiben. Christoph Geier von der Commerzbank in Frankfurt. Da gibt es ja eine gute alte Börsenweisheit, so zu dieser Jahreszeit passend. Sell in May and go away. Was halten Sie denn davon? Ja, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es wie mit allen Lebensweisheiten ist, ein Tick Wahrheit ist da immer dran. Und letztendlich hängt es ja damit zusammen, dass die Urlaubszeit beginnt und viele Marktteilnehmer dann schon mal aussteigen, damit sie dann in Ruhe ihren Urlaub genießen können. Wie ist denn die Stimmung überhaupt? Ich habe es angesprochen, man hat den Eindruck, die Skeptiker werden mehr bei 6,3 beim DAX. Welchen Eindruck haben Sie? Was messen Sie? Ja, es sind vor allen Dingen die Professionellen, die jetzt vermehrt anfangen zu warnen, dass es so in dieser Stärke nicht mehr weiterlaufen kann. Aber es gibt verschiedene Sentimentindikatoren. Und wenn man diese Befragungen, denn es sind ja nichts anderes als Befragungen, sich anschaut, dann sind die doch recht widersprüchlich. Woher kommt das? Es sind nur Meinungen, nur Aussagen, und was die Anleger nachher tatsächlich mit ihrem Portfolio machen, das ist meistens nochmal etwas ganz anderes. Und deswegen, die Stimmung bei den Professionellen fängt so langsam an zu kippen. Bei den Privaten merkt man eigentlich noch nicht so viel von Skepsis. Allgemein ist auf jeden Fall Zurückhaltung noch wieder zu merken, und das ist eigentlich die aktuelle Stimmung am Markt. Und das ist ja eigentlich immer auch was Gutes, wenn Zurückhaltung da ist, weil immer ein Zeichen dafür, dass die Kurse steigen, war zumindest die Erfahrung in der Vergangenheit. Sie haben mir im Vorfeld auch verraten, dass Umsatz und Trend auseinanderlaufen würden an den Märkten aktuell. Was bedeutet das? Und ja, vor allen Dingen auch für die weitere Kursbewegung. Ja, also der Umsatz muss normalerweise immer mit dem Trend laufen. Und das ist eine Beobachtung, die wir eigentlich seit dem ganzen Aufwärtstrend schon haben. Noch steigen die Umsätze nicht mit an. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir einen Umsatzanstieg mit einer kurzfristigen Kursrallye nochmal sehen, die Kapitulation der Bären, und dass wir dann gegebenenfalls eher mal rückläufig werden. Das passt auch dann wieder zu dem Eingangsgesagten dazu. Wenn ich mir Saisonalitäten anschaue, also Zyklen, Börsenzyklen, wiederkehrende Börsenzyklen, dann sehen wir, dass Mitte April in jedem Jahr ein Peak zu beobachten ist. Und wenn wir das mit einem starken Umsatz, mit den Kapitulationen der Bären dann sehen würden, dann könnte das der Auftakt sein zu einer schwächeren Börse in den Sommer rein. Trauen Sie sich zu, da Marken zu nennen, bei denen die Bären kapitulieren könnten, so bei 6,5, 6,7, die werden ja da rumgereicht, oder sagen Sie, nee, ich lasse mal lieber die Hände weg von den Zahlen? Also grundsätzlich bin ich kein Freund von genauen Marken zu nennen, aber 6,5 scheint mir schon ein bisschen weit weg zu sein. Ich glaube, da werden wir erstmal nicht mehr hinlaufen. Andererseits ganz klar, der Trend ist intakt, und solange der Trend intakt ist, darf man doch sich auf gar keinen Fall dagegen stellen. Aber ich könnte mir vorstellen, 6,5 in so kurzer Zeit, und wenn ich jetzt von Mitte April, was wir ja jetzt schon haben, spreche, dann haben wir vielleicht noch 2, 3 oder vielleicht 5 Börsentage, wo es weiterlaufen kann. Und wenn dann der Trend gebrochen wird, dann muss man sehr aufmerksam sein. Sagt Christoph Geier, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und der Spruch geht ja eigentlich noch weiter. Nicht nur sell in May and go away, sondern remember to come back in September. Und da werden wir uns hoffentlich spätestens wiedersehen. Herr Geier, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.